Schon gut. Und es ist die erste, jetzt seit genau einem Jahr. Vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, solltest du wirklich aufhören. Habe aufgehört, war nicht so schlimm. Und habe ein Jahr nichts geraucht. Letztes Jahr am Geburtstag habe ich ein Backtel geraucht oder was. Am nächsten Tag wieder lassen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich rauche jetzt nur mehr an Geburtstagen. Ich meine, ist natürlich die erste, ist immer ein Wahnsinn. Aber ich rauche gern. Schmeckt mir gut. Jetzt geht's los. Aber jetzt einmal Piano. Ich meine, das ist die erste. Ich rauche jetzt einmal. Was ist jetzt los? Okay. Ich meine, die lassen zweimal läuten, ruft sicher gleich wieder an. Ich meine, ich kann nicht 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen, ja? Psst. Das brummt nur. Das gibt's ja nicht. Wo kann das? Ist ja nicht aus. Ich meine, so was Blödes. Jetzt kann ich mich selber anrufen. Entschuldige. Nein. Okay. Das Moment, das ist mal gar nichts. Jetzt pumpt's wieder. Das gibt's ja nicht. Das ist so blöd, das ist die Mailbox dran. Aua. Naja. Also die Zigaretten, die fährt schon ziemlich ein. War ziemlich schwindelig. Das einzig Blöde ist, dass ich natürlich leicht verkühlt bin und dann also überhaupt nicht rauchen sollte. Kopf kriegt man auch. Das habe ich von einer Freundin von mir letztes Jahr gekriegt zum Geburtstag. Aus Thailand hat sie mir mitgebracht. Und das ist, hält irrsinnig lang, ist fast noch voll, weil ich verwende es eigentlich recht viel. Und das hilft dann schon. Tun wir da was rauf und da und hinten, da habe ich da momentan eine ziemliche Verspannung hinten runter. Da schmiert man das rauf, es wird dann irrsinnig heiß. Aber das entspannt total. Das ist super. Na, wichtig wäre eigentlich, muss man wirklich wetten, das da hinten, so ein Punkt da, der tut mir schon seit Monaten weh, da kommt man irrsinnig schlecht zu. Und da schmiert man auf und. Nachdem es eh schon so verspannt ist, verspannt man sich, wenn man das einschmiert, verspannt man sich, kann sein, dass man sich noch mehr verspannt. Ah, da vibriert es schon oben. Schon ganz gutes Zeug. Naja, was mache ich jetzt? Als erstes möchte ich mal mein Handy haben, weil das brauche ich halt, weil da rufen wir halt an. Ich weiß nicht, wie viele Leute halt anrufen, dass wir ein bisschen was ins Auge kommen. Das sollte nicht passieren. Das ist ein Wahnsinn. Unterm Teppich, mein Teppich ist ein bisschen drüber. Rüberkommen. 2 Anrufe. Einmal ich und einmal unterdrückt. War ein Rätsel. Kann mir echt nicht vorstellen, wer da angerufen hat. Ich muss jetzt schauen. Ich habe jetzt diesen Klingelton wieder eingeschaltet. Es war tatsächlich auf Probenton. Muss jetzt kurz ausprobieren, ob das funktioniert, wenn ich mich selber anrufe, dass dann auch wieder der Klingelton ist. Ich meine, da kriegst du eine Telefonrechnung zusammen. 949. Du kriegst eine Telefonrechnung zusammen. Ich meine, das ist zwar billiger geworden, das Telefonieren, dafür musst du die dauernd selber anrufen. Es müsste eigentlich klingeln anfangen. Es dauert immer. Jetzt klingelt. So muss es sein. Jetzt hört man eindeutig, ich meine, da finde ich das Telefon dann überall, ja? Wenn es so klingelt. Das lege ich jetzt daher, ja? Weil es geht halt sicher nur den ganzen Tag. SMS und alles. SMS? Gar nichts. Warte ich noch.
Man soll es ja nicht übertreiben. Ich meine, das sind jetzt echte Genusszigaretten natürlich. Wer da angerufen hat. Und vor allem sie nicht wieder meldet, ja? Er oder sie weiß es ja nicht. Schau ich gerade mal. Vielleicht eine Mail kommen ist. Moment. Ah! Herzliche Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag. Ich wünsche Ihnen Ihr Optiker. Ich muss mich kurz hinlegen, entschuldige. Aber mir ist wirklich ein bisschen schlecht jetzt. Moment, aber das nehme ich mit. Für zwei Sachen, weil wenn dann dauernd das Telefon klingelt, kann jedes Mal aufstehen. Wer da angerufen hat. Komisch, dass ihm das so aufregt. Das könnte mir egal sein, ne? Also es sind, ich kenne vier Leute, die unterdrückte Nummer. Ich rufe einfach einmal an. Da wollen wir schon gratulieren wollen, die wissen schon, dass ich Geburtstag habe. Hallo? Servus. Ja, ganz gut, danke. Ach so, entschuldige. Nein, ich wollte mich nur so einmal melden. Na, telefonieren wir in den nächsten Tagen mal. Ja, du, ich bin erreichbar die meiste Zeit. Untertags schwer, aber am Abend oder so bin ich sicher erreichbar. Okay, Entschuldigung, ciao. Weil ihr das gerade in der U-Bahn. Und ist unterwegs in den Hektik, also der war sicher nicht. Dass der jetzt einfach vergessen. Hallo, Markus? Na, du ist nichts Wichtiges. Ich ruf, du, na, telefonier mir den nächsten Tag einmal. Na, kein Problem. Entschuldige. Ciao. Also, die zwei waren sicher nicht. Und die anderen sind nicht da. Also, es wird wahrscheinlich irgendjemand Unbekannter gewesen sein. Vielleicht überhaupt, vielleicht nur verwählt, ja? Da macht man sich Gedanken. Verschwendet seine Zeit. Nur weil irgendjemand sie verwählt hat. Ich meine, irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, dass er überhaupt niemand anruft an seinem Geburtstag, oder? Am Schluss über eine Nikotinvergiftung. Er liegt den ganzen Geburtstag im Bett mit einer Nikotinvergiftung. Aha. Jetzt bin ich neugierig. Ah, so, jetzt wieder da drüben stehen wieder. Komplett den Augenblick. Hallo? Ah, servus. Du, warte gerade einen Moment, kannst du dranbleiben? Bitte. Moment. Einen Augenblick. Moment, bitte. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den Postler wieder dran gehabt. Du, es klingelt mein Handy gerade, Entschuldigung. Du, kannst du dranbleiben, bitte? Na, gerade einen Moment. Das ist ja so ein Wahnsinn, ausgerechnet jetzt. Servus. Du, kannst du einen Moment dranbleiben? Ich habe gerade jemanden an in der Leitung und das ist jemand. Na, bleib! Ja, bleib trotzdem, bitte bleib kurz dran, ja? Bis gleich. Bis gleich. Guten Tag, wissen Sie, ich habe heute Geburtstag und da klingelt die ganze Zeit das Telefon. Hallo, Moment mal bitte. Hallo? Seid ihr aufgeregt? Nein? Nein, nicht du, Entschuldigung. Vielen Dank. Na, das freut mich sehr, dass du an mich gedacht hast. Das ist vom Nachbarn, ne? Ist vom Nachbarn was unterschrieben.
Ich meine, es ist ja so ein Terror, es geht wirklich der Stress los. Ja, am besten wäre das ganze Ding ausschalten, das Handy ausschalten, Computer ausschalten und da einen Stecker rausziehen vom Festnetz. Dann ist dann wieder vorbei mit dem Terror.